Ich möchte gerne Legion Commander spielen. Passt auch einigermaßen ins Team soweit. Slada möchte gerne auf die Offlane. Allerdings ist gegen das andere Team ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel schon zwei Tanky Heroes mit Chaos Knight und Ogre Magi. Zwei Tanky Heroes, das ist schon mal da. Und die haben einiges an Disable. Also ich werde auf jeden Fall ein BKB brauchen. Eine Blade Mail reicht in diesem Fall nicht aus. Dann werde ich trotzdem einfach disable, dann passiert da nichts mehr. Also idealerweise baue ich mir halt Power Threads. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Soul Ring brauche oder einen Basilius, ob der vielleicht reicht. Das sind so die zwei Sachen. Und dann brauche ich Blink Dagger und BKB. Ich werde mir, denke ich mal, auf jeden Fall einmal Bracer holen, so ein bisschen den Mana Pool vergrößern. Ob ich mir vielleicht, oder ich hole mir einmal statt Bracer einmal Magic Wand. Ist auch eine Möglichkeit. Hängt ein bisschen noch ab. Mal gucken, was die Offlane sein wird. Das ist noch gar nicht so klar. Offlane könnte Faceless Void sein, wenn sie CK auf der Safe Lane farmen. Ist noch nicht ganz sicher, was die Mitte ist, weil sie haben eigentlich mehrere gute Tri-Lane Options. Eigentlich hätten sie. Ja. Rubik oder Ogre Magi hätte gereicht. Da bin ich nicht ganz sicher, was sie da vorhaben. Ist aber auch wurscht sein. Ich nehme einmal eine Healing Salve und dann nehme ich den Magic Wand. Muss den noch nicht zusammenbauen. Also im Moment gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall der Faceless Void auf der Offlane ist. Und dann wird vielleicht der Ogre Magi roamen, aber dann hast du auch keine richtige Mitte irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wen sie in die Mitte schicken. Das wundert mich gerade so ein bisschen. So, ich guck mal hier nochmal um die Ecke, ob nicht einer von hinten. Hier ein ganzes Team kommt oder ob sie warden. Sieht bis jetzt alles sauber aus. Death, 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 death. If they want war, double time. Dann kann ich sogar noch ein bisschen blocken jetzt mit Haste. Obwohl das auch immer ups, ein bisschen komisch ist. Mit. Ups, so. So. Naja, vielleicht das Wort, wie vermutet, hier unten auf der Offlane. Da ist einer im Dings gewesen, oder? Das habe ich nicht verguckt. Sah eben so aufgeblinkt, als würde da jemand im Sideshop hocken. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Habe ich vielleicht einfach verguckt. Nee, doch nicht. Okay. Wollten sie irgendwie besonders schlau sein? Doch nicht verguckt. Finde ich gut. Na, wenn der Lion gestunt wird, habe ich immerhin Press the Attack, um ihm zu helfen.
Wenn ich gestunt werde, muss ich ein bisschen aufpassen, aber ich habe 739 HP, was ganz okay ist. Da kann ich schon mal ganz gut was aushalten. Ich überlege, ob ich mir als erstes Boots hole und ich glaube, das mache ich sogar. Sie haben Lean an der Mitte. Das ist auch das Sinnvollste tatsächlich von den Sachen, die sie ja zur Verfügung haben. Pass mal ein bisschen auf, Lion. Jetzt muss ich eh ein bisschen... gerade mal ein bisschen pushen, weil wir sonst gleich wieder im Tower stehen haben. Erstmal das Dispellen und Heilen. Je volles Mana habe, machen wir es gerade mal. Sollte eigentlich nur machen, wenn er auch Mana Drain hat und benutzt. Na, ja, genau so. So, erstmal 4 Aufladung. Das ist doch schon mal was wert. Ja, es lebt sie eigentlich ganz okay. So, mit dem Legion Commander. Ich baue erstmal meine Power Treads jetzt fertig. Ups. Na, da braucht er noch keine Hilfe. Eine Charge habe ich leider auch nicht gekriegt. Die anderen haben jetzt First Blood. Okay, jetzt der Witch Doctor nach unten gekommen. Sauber. Ja, da hat mir einfach die Kombination aus meinen ganzen Stick-Charges plus Press the Attack mal da den Arsch gerettet und die Kills sichergestellt. Vor allem sehr cool, dass gerade auch der Witch Doctor kam, als sie gedacht haben, na gut, da greifen wir mal an. Natürlich perfekt gepasst. Und Pausen immer noch schön angreifen. Wir haben hier gerade die Healing Salve. Sehr nett. Ich baue das mal zusammen und bring's mir auch mal. Ach komm. So, ich spare gerade mal das Mana. Baue jetzt, den Magic Wand zusammen, habe dann auch Platz für einen Town Portal und dann gucke ich mal weiter. Okay. Na gut, das muss ich noch nicht machen.
So, ich muss noch die Potion bei mir. Und jetzt habe ich 7 Charges. Volle HP danach. Und bin zu allen Schandtaten bereit. Das gefällt mir. Bald bin ich vor allem Level 6. Das gefällt mir auch. Bisschen Mana spare ich gerade noch. Er heilt auch ganz okay gerade. Ja, aber selbst wenn er dann Level 6 ist, halte ich ja zum Glück einiges aus. Jetzt habe ich seinen Soul Ring benutzt. Den sollten wir einfach mal rausgehen. Die nächsten 10 Sekunden. Müssen wir das ja nicht bekommen. So, ist der Soul Ring auch wieder abgelaufen. Läuft doch ganz okay soweit. Und wenn sie jetzt einmal nochmal zu aggressiv sind, kann ich vielleicht einen duellieren. Der ist auch bald Level 6. Der Lion soll mal hier bleiben, bis er Level 6 ist. So, habe ich genug Mana für eine Combo? Hab ich. Ich habe 11 Charges auf dem Stick. Ja, wenn er 6 ist, sollte er wirklich in der Lage sein zu killen. Ist er 6? Noch nicht ganz. Kam nicht ganz in die Range. Small victories. Double damage. Will er mich hier schon wieder mit seinem blöden Soul Ring, sich das Mana geholt hat, hier wieder vollcasten. Warte ich lieber mal, bis es abgelaufen ist. Na, haben die mitbekommen, der Ogre-Magi, dass der Miss ist. Heilen wir uns einfach mal voll. Das Mana habe ich ja. So, jetzt hol ich uns den Dagger.
Oh, mit 1100 HP fühle ich mich auch gerade recht wohl. Oder 1200 sogar. Invisibility. Der Witch Doctor. Mit. Ich habe mein Duell ready und alles. Sauber. Na, ich wollte mehrere noch mit treffen, aber egal. Wir haben den Faceless Void gekillt. Ich habe mein Duell gewonnen. Und damit bin ich schon zufrieden. Welcher ist ja gut. Ist ja gut. Ich mag dich auch nicht. So, jetzt die Frage, was man als nächstes baut. Und noch irgendwie versucht hat, doch die Regeneration ein bisschen anzukurbeln. Ein Basilius fände ich gar nicht so verkehrt irgendwie. 500 Tacken und dafür kriegt man doch noch ein bisschen was. Ist halt relativ klein. Das gönne ich mir, glaube ich, noch. Den Basilius. Die Rüstung kann man auch gebrauchen. Na gut. Da ist er noch so billig außen rumgelatscht. Leider war von mir keiner in der Nähe, der mir hätte helfen können. Beinahe wäre ich noch weggekommen mit dem Blinkdagger. Das war knapp. Ja, sehr gut. Wir lagen. 5, 6 liegen leicht hinten. Aber es geht. So, dem Basilius fehlt nicht mehr so viel. Müssen aufpassen, dass ich nicht wieder irgendwie so eine Combo fange. Zumindest. Okay. Ogre Mag ist Ivo anders. Ich wollte gerade sagen, zumindest Faceless Void Ulti. Chronos 4 ist eh auf Cooldown. Aber der Ogre Mag ist eh nicht mal in der Nähe. Na gut, dann hole ich mir jetzt mal den Basilius. Noch ein. Ich krieg Movement Speed dazu. Bonustempo. Und mache halt einfach nur Schaden. Okay, ich kriege aber eigentlich nur Bonustempo dazu. Okay. Wollte ich gerade nochmal nachgucken, ob ich irgendwie auch noch was wie Attack Speed oder sowas dazu kriege, ähnlich wie bei Press the Attacks, war mir noch nicht ganz klar. Aber ich kriege nur Bonus. Ich mache halt Schaden, abhängig davon, wie viele Leute ich treffe. Und dann kriege ich halt Bonus Movement Speed. Okay. Verstehe ich. Ich überlege gerade. Jetzt hat sich Press the Attack geklaut, der Sack. Na, besser als ein Duell. Ich überlege gerade, was ich als nächstes baue. Ob ich jetzt schon das BKB baue. Look at how invulnerable Dire's towers are. Middle tower is fallen.
Ja, geht da Action. Sauber, bevor er seine Kronos 4 macht. Autsch. Oh, es war knapp. Ich gehe mal kurz nach oben farmen, weil da gerade so eine große Wave kommt. Bring mir mal den Ogre Club. 10-9, das ist ein spannenderes Spiel als das letzte Legion Commander Spiel, wo es halt, wo wir sehr geowned haben von Anfang an. Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, wenn man einen Helden kennenlernen möchte, weil man lernt Helden ja nicht kennen, wenn man einfach alles verhaut. Aber wenn man halt auch ein bisschen mal gut spielen muss, und ich hoffe, das schaffe ich dieses Spiel. Irgendwann hat mein Kurier zurückgerufen. Danke, das mag ich immer sehr gerne. Das mag jeder gerne. Ich verhau jetzt einfach nochmal hier. 100 kostet das. So. Noch ein zweites Town Portal und dann mit in die Mitte. Jetzt habe ich auch wieder Duell ready. Na, der hat immer noch. Muss ein bisschen aufpassen. Die haben hier irgendwie einen Ward, das hat man vorhin schon gesehen. Da kommt der Lion. Hat 35 Sekunden Cooler noch auf Ulti. Alle sind Miss. In der Mitte bahnt sich was an. Oben ist der Faceless Void. Sauber. Habe ich es geschafft, den Lion noch zu retten? Ja. Gerade so. Nice one. Ein Duell gewonnen, Lion gerettet. Alles geklappt. Perfekt. Wenn ich da ein Overwhelming Odds lande, macht das ungefähr 2 Millionen Schaden. Ja, leider ist er gerade schon ein bisschen zurückgegangen. Den Line aber mal richtig knapp gerettet. Puh. Freue mich immer noch drüber. Es macht auch mal Spaß, wenn das halt so Teamplay-mäßig gut klappt. ...13-11 liegen wir jetzt vorne. Von den Türmen. Das ist genau ausgeglichen. Ja, hier gucken wir, wie Faceless Void noch abtickt. Das ist so ein bisschen die Frage nachher. Aber für mich läuft es soweit ganz gut. Vor allem schon 2 gewonnene Duelle. Es wird langsam. Man kann natürlich noch mehr abticken. Mit bisschen Glück. Und dann halt schon richtig ausrasten. Aber für mich ist ganz okay. Okay, was geht in der Mitte? Ich laufe einfach mal, weil der Tier 1 ist halt nicht mehr da, deswegen habe ich jetzt eh nichts. Ah ne, das gibt ja gar keinen kein Movement Speed. Ich depp. Puh, das war knapp. Puh, und mit Stick und Press the Attack auch alles überlebt. Ja,
Du, gar nicht so schlecht dafür, dass ich halt mit Legion Commander noch neu bin. Finde ich mich, ganz okay. Was ist das denn auf der Minimap? Sieht voll komisch aus. Da auch. Okay, es ist weg. Hä? Das sah seltsam aus. Illusion. Oben ist hier... okay, langsam kriegt er ein paar Items zusammen. Weiter traut er sich jetzt nicht zum Pushen. Ist er gleich wieder zurück. Ich warte mal hier hinten. Ob er sich dann blicken lässt. War wahrscheinlich gerade hier farmen. Ich frage es, ob er weiter im Jungle farmt oder versucht oben zu pushen. Nee. Komm! Puh! Er hat ja Glück gehabt, der Vault. Erst hat der Vault Glück gehabt, dass er das hat überlebt. Der Sack. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich seins überlege. Und hat der gut aufgepasst. Der. Gerade jetzt ist er natürlich weg. The Depp. Ich gehe mal zurück in die Base. Oh, mit so wenig Mana, muss ein bisschen vorsichtig sein. Ist ein bisschen zu viel zugetraut anscheinend. Autsch. Ne, gib mal Kette. Konnte ich ihn noch retten? Ja, möglicherweise. Das war ich ihm schuldig für seinen Save. Auf jeden Fall nochmal geholfen, das Press the Attack. So, ich habe jetzt gleich mein BKB fertig. Das ist sehr nice. Kann man in diesem Spiel auch gut gebrauchen. Black King Bar. Sehr schön. Gut gemacht, Jungs. Hat sich das BKB schon gelohnt an der Stelle. Die Lina haben wir nicht mehr ganz gekriegt. So. 10 Sekunden habe ich wieder... Ja, jetzt ist bald auch vorbei mit so viel HP. So nicht. Ja, jetzt ist das Spiel langsam in so einer Phase, wo wir ganz schön einen Vorteil rausholen. Rally!
Ja, pass mal auf da. Ja, übertreiben sollten wir es nicht hier hinten. Ja, okay. Da ist irgendwann halt mal Schluss. Beliebig helfen können wir ihm nämlich auch nicht. Wow, wow. Alles mal äußerst knapp hier. Ich habe mich eigentlich schon abgeschrieben. Gut gespielt, Leute. Ich hatte mich da echt eigentlich schon abgeschrieben eben gegen den CK, aber da hat dann einigermaßen noch Moment of Courage geprockt, mein Press the Attack lief noch und dann kam schon das dann von Line. Der Line spielt echt geile Scheiße zusammen. Den empfehle ich gleich auch mal. Schön supported, geil gespielt. Spieler empfehlen, da ist er. Hier so hilfreich. So, was bauen wir als nächstes? AC wäre halt was oder ein Hard. Ich glaube ein LC baue ich mir. Und fangen mit dem Hyperstone an. Na, da hocken sie alle in der Mitte rum gerade. Okay, wir geierten da jeweils rum. Na, das ist vielleicht unten schon erledigt. Gehen wir auch mal mit da lang. Ein bisschen aufpassen müssen wir schon. Nein, er ist der Winner. Der war doch direkt hinter mir, der Witch. Ja, das hat natürlich weh. Nice Hex vom Lion. Ja, ich habe gedacht, dass der Witch Doctor näher wäre. Dass wir es zumindest schaffen. Ich hätte aber vorher, als Elina da war, die Blacking Bar aktivieren müssen. Das war mein Fehler. Also hätte ich einfach BKB aktivieren müssen. Das war nicht gut gespielt. Vielleicht sollten wir es einführen. Jeden Samstag der Flirt-Stream hier auf German Dota. Ich habe übrigens aber Vorrecht. Das ist nun mal euch klar. Also prinzipiell. Ich habe natürlich im Moment eine Freundin. Aber so prinzipiell müsst euch natürlich klar sein, ich habe natürlich immer ein Vorrecht. So, ne, falls das irgendwie mal wichtig sein könnte, müsste, würde, wie auch immer. Nur mal so zur Info. Was macht denn der Dings da? Warum macht denn der kein Telekinesis? Bisschen am Pennen. Der Rubik. Macht schon gar nichts mehr da. Na toll. Bottom tower being attacked.
Aber die trauen sich halt jetzt nicht mehr so viel. Sechs Attacken fehlen mir noch. Dann habe ich mein AC. Oben gerade der CK. Haben wir auch gerade jemanden gesehen. Die Lina. Da ist die Lina. Okay, den kriegt man da nicht mehr raus. Nicht eben noch auf den Weg gemacht, weil ich dachte, ja, vielleicht kann man da noch was. Nein, kann man nicht. So ist der CK oben. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht den gleichen Fehler mache wie der Slader. Ich habe zwar BKB. Na, die Wave zu sehr gepusht. Dann versuche ich nochmal die Ancients zu machen. Ich will ganz gerne das AC fertig machen. Es hilft mir eine Menge. Viel fehlen ja nicht mehr. Okay, was geht da? Ist ein bisschen gefährlich gerade. Ich hole jetzt noch ein AC ab. Und dann... Okay. Es ging sehr nach hinten los. Schade. In der Mitte anscheinend auch ein Sentry Ward. Der hat es ein bisschen versaut gerade. Könnten wir das eigentlich machen, wenn Face the Void Dings auf Cooldown ist. Autsch. Autsch. Aber ist ein bisschen übertrieben. Noch einmal jetzt press the attack und dann hole ich mir mal einen von den Spinnern. So. Wenn man ein paar, wenn man ein bisschen Bonus-Damage hat, ist das so bitter mit Legion Commander. Wenn man die dann verhaut, die Supports. Das wird unser Top Tower leider verhauen. Ja, so ein bisschen schneller sein jetzt mal.
Sehr schön. Und mal verteidigen, nicht dass wir da Tower auf den Damage auf den Tower so rum bekommen. Als nächstes würde ich einen Hard in Betracht ziehen eigentlich. Arme Sau. Kriegt der Lion noch den Kill? Sauber. Das Hard spare ich mir mal auf, bis ich den Platz habe vom Aegis da. ...144 Bonus-Damage, das ist schon relativ bitter. Invisibility. Na gut, dann hole ich gleich mal meinen Reaver ab. Im Kurier kann ich dann das reinstecken. Nee, der Kurier ist gerade hier. Na, reicht's? Nicht ganz. Press the attack noch, hab ich gemacht. Ich bin gerade ein bisschen zu vorsichtig. Weiß gar nicht warum. Ja, ich habe von außen erst versucht, die ein bisschen zu heilen. Dann war ich aber zu defensiv. Ich hätte einfach reingehen müssen. Das war ein bisschen doof gerade von mir. Oder ein bisschen unnötig defensiv. So. Na, Cold Snap. So, hat er das schon gekauft, das Rezept? Ja. Dann kann ich mir das Hard mal fertig bauen. Komm! Nein! Haha, die Sau. So knapp. Das war echt knapp. Und hinterher stirbt der CK dann trotzdem noch. Ups, was ist da denn los? Ja, gleich sieht. Ja, hat auch einen Blink, der kommt ja auch noch weg.
Na, die wehren sich noch ganz gut. Das wäre echt ein schön... Autsch. Ein schön ausgeglichenes Spiel. Zum größten Teil. Für mich lief es halt ziemlich super. Und wir hatten den Faceless Void zum Glück relativ gut unter Kontrolle, obwohl er trotzdem jetzt Level 22 ist und einigermaßen Schaden raushaut. So, ich werde mal oben die Wave farmen. Der hat natürlich Linkens, die Sau. Was ist das denn für ein Scheiß? Mein schönes Duell, völlig für die Katz. Völlig für die Katz. Wozu mache ich das denn alles? Krass, wie viel Schaden man inzwischen macht. Inzwischen würde ich halt Daedalus machen als nächstes. Ja, wenn ich schreiben könnte, würde ich es auch finden. I'm just getting started. So geile Dialoge hier. Okay. Autsch, autsch, super autsch. Da hat der Faceless Void ganz schön oft gestunt. Vielleicht wäre Evasion sogar gar nicht schlecht. Na, schade, dass der nicht ein bisschen früher. Schade, dass der Slider nicht ein bisschen früher gestunt hat, als direkt der Cast geflogen kam. Weil dann, in dem Augenblick, hätte er kein BKB zünden können. Und dann hätte es vielleicht sogar gereicht. Ich kann mich zurückkaufen, wenn es sein muss. Wie fies der Faceless Void mich eben gestunt hat. Ich überlege gerade, ein Butterfly, ob sich das für die Evasion lohnt. Schon ganz ordentlich Evasion. Nicht ganz. Die machen Rotschein wahrscheinlich. Erstmal spare ich mir mein Buyback noch.
Na, wo ist sie? Da ist sie. Ach komm! Ja, das war schlecht. Ist sie gerade ein bisschen von mir weg? Die hätte ich jetzt haben müssen. Ach. Martin, du alter Noob. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich push mal oben, soweit es geht. Jungs. Na, bin ich jetzt zu spät rein. Einer war nach unten, einer war top und drei sind halt da. Die Lane verlieren wir auf jeden Fall. Ja, ist noch auf Cooldown. Back. Jungs, geht back. Wir haben auch einen Buyback erzwungen. Wir haben einen Buyback erzwungen auf jeden Fall. Wir haben zwei Kills gemacht, das ist nicht so schlecht. Die Frage ist tatsächlich, was ich so ein bisschen bauen soll jetzt. So, mal gucken, kommen die jetzt hoch? Hier mal weg.
4,5 Minuten Cooldown noch. Ich glaube, ich gehe einfach mal einfach stumpf auf Stress. Da ist der echte Slada, der echte Rubik. Radiant have fortified their towers. Your top tower has been destroyed. Small victories. Sauber. Puh, was für ein Teamkampf. 4-3. Wir sind also on top rausgekommen. Das ist erstmal an der Stelle okay. Ich hole mal Demon Edge und der Crit hat ganz gut was gebracht, muss man sagen. Ich muss ein bisschen auf den Kurier aufpassen. Ich darf nicht mehr auf den CK. Es muss in meinen Kopf reingehen. Ich habe gepennt, dass der CK ja Lincolns hat. Ich meine, sie hatten Aegis und sie hatten Aegis und trotzdem haben wir 3-4 gewonnen. Das sieht eigentlich ganz gut soweit. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Gold sparen. Und dann muss ich irgendwann die Threads gegen Travels umtauschen. So kleine Sachen auf den Dings malt. Irritiert mich total. Jungs! Bin auf dem Weg. Sauber. No, fuck it. Nein. Wie knapp das schon wieder war. Und dann der Stun, ganz knapp, einen Hit mehr auf dem Faceless Vault. No. Ja, ich hatte immer noch Cooldown leider auf dem Buyback. Hey, ein Crit mehr, ein Dings weniger nur. Hat auch wieder einiges gebacktrackt, die Sau. Naja, war trotzdem ein cooles Spiel. Schade, dass sie da
Der Anfang war auch gar nicht so schlecht von dem Teamfight. Der Witchdog hat einen ganz guten Ulti gelandet. Witchdog und Lion waren sogar zusammen, haben sich gegenseitig runtergemacht. Ja, schade drum. Das hätte ein bisschen besser ausgehen müssen eigentlich an der Stelle. Nochmal an, Lina lief ziemlich gut, Chaos Knight. Ja, ist bei denen wesentlich verteilter gewesen. Ja, der Kampf ging ein bisschen zu früh los, war noch in der Base gerade, als er schon losging. Und dann dachte ich, ja gut, dann muss ich unten auch noch ein bisschen verteidigen. Und dann bin ich hochgelaufen, kam ein bisschen zu spät. Der Faceit Void kam ja auch gerade erst an. Schade drum. Aber trotzdem ein cooles Spiel und Legion Commander eigentlich ganz witziger Held. Ich finde ihn ganz nett. Ich merke schon, das wird nicht so ein Lieblingsheld von mir, aber schon ganz spaßig.